Man sieht ja schon an der Reaktion des Gerald Groß, uns nervt dieses Thema. Uns nervt diese Beliebigkeit, sozusagen aller Welts Freund zu sein, keine klare Abgrenzung zum politischen Gegner vorzunehmen, weder thematisch noch persönlich von der Eignung. Das wird auch Anlassfall sein, dass wir morgen in einer Sitzung in Wien die Dinge klar beim Namen nennen wollen. Wir Steirer gehören nicht zu jenen, die der Usance folgen, nach einer schlechten Wahl, nach einem schlechten Ergebnis für unsere Bewegung sozusagen uns in das Jammern einzugliedern innerhalb der Partei und ja nach dem Motto, die Lücken schließen, ja nichts nach außen, sondern ich glaube, es braucht eine ganz ehrliche Ansage. Wenn wir bestehen möchten, wenn wir uns im politischen Wettbewerb mit anderen messen möchten, dann müssen wir uns abgrenzen. Es kann nicht sein, dass wir sozusagen zu allem und jedem eine halbe Antwort geben. Ich glaube, gerade ein Jahr nach dieser Wahl des Jörg Haider, der uns ja eigentlich die Themen vorgegeben hat, wichtige, vitale Themen für die Gesellschaft angesprochen hat, müssen wir das auch. Das werden wir auch einfordern. Ich denke nur daran, wenn man gestern die Medien verfolgt hat, jenseits des politischen Ausgangs in Oberösterreich und beispielsweise die Studien des WIFO kennt, wohin wir uns bewegen, dann würde es genug politisches Potenzial geben für eine Bewegung wie das BZÖ, um auch bei der Bevölkerung zu punkten. Aber man muss es ansprechen. Man muss ansprechen, dass wir eine noch nie dagewesene Arbeitslosigkeit erfahren, die noch sich massiv potenzieren wird. Man muss ansprechen, dass wir eigentlich, wenn man so will, man hatte gestern schon den Begriff Orkan gehört, ich gehe sogar noch weiter, ich sage, das wird ein Tsunami. Und die Politik bereitet die Gesellschaft nicht auf diese Probleme vor. Das heißt, wir wissen, wir werden die Arbeitslosigkeit, die wird sich massiv entwickeln. Wir wissen, dass sich danach natürlich auch die Inflation entsprechend entwickeln wird. Wir wissen, der Bund, die Politik, vor allem die Bundespolitik hat darauf keine Antworten. Außer diese Ideen, man investiert heute mal 100 Milliarden, stellt ein Paket von 100 Milliarden frei. Wir wissen bis heute noch nicht, wie man es refinanziert. Wir wissen auch nicht, welche Folgewirkungen das budgetpolitisch haben wird für die Gesellschaft. Wir wissen, dass die Jugend keine Chance hat. Wir wissen, dass die Alten keine Chance haben. Es tut keiner was außer Schönreden. Und ich verstehe überhaupt nicht, dass wir da einfach zuschauen und letztlich uns da beliebig zeigen. Und ich denke, es wird sehr unangenehm werden für den Bund. Ich denke, es wird sehr spannend werden die nächsten Tage, weil wir Steirer uns das sicher nicht gefallen lassen. Die Steiermark war immer schon ein bisschen ein Hort der Empörung. Wir erinnern uns zurück an die alten Zeiten innerhalb der FPÖ. Wir Steirer lassen uns gewisse Dinge nicht gefallen, weil wir sehr ernsthaft und sehr hart im Hintergrund an dieser Idee arbeiten, weil wir gern den Weg des Jörg Haider folgen möchten bzw. ihm weitergehen möchten. Und das ist der Grund für uns, damit wir auch entsprechend in den nächsten Tagen agieren werden. Ich muss auch abschließend noch einen Satz dazu sagen, bevor wir zu den Fragen kommen. Da geht es ja gar nicht um die alte FPÖ-Zeit. Es war auch, um jemanden zu strapazieren, der vor 150 Jahren gestorben ist. Es war auch der Erzherzog Johann am Wiener Hof nicht immer gelitten, aber dafür in der Steiermark sehr beliebt. Also wir gehen da durchaus auch einen eigenen Weg. Das wird auch notwendig sein, dass der Bund von diesem Weg in der Steiermark ein wenig lernt. Weil wir ja auch die Wählerstimmen bringen, auch die Ergebnisse bringen. Und ich ja nicht einen Wahlkampf führe, wo man der Bund bestenfalls schadet. Ja? Sondern um das geht es ja nicht, sondern es geht, dass man gemeinsam etwas weiterbringt.